Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte mit euch heute meine Jahresfavoriten aus 2018 teilen. Ich habe mir ein paar Kategorien überlegt, habe mir auch hier ein bisschen was bereitgelegt, was ich euch zeigen möchte. Und wir starten mal mit meinem Lieblingslied aus 2018. Und zwar ist das Fight Song von Rachel Platten. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ich verlinke euch das Lied mal hier oben. Das ist wirklich sehr, sehr kraftvoll und das, was sie dort singt, hat mir manchmal einfach sehr geholfen. Machen wir weiter mit meinem Lieblingsfilm aus 2018. Diese Entscheidung fiel mir tatsächlich nicht ganz so leicht, habe mich dann tatsächlich aber zu einem der letzten Filme, die ich 2018 gesehen habe, entschieden und zwar war das Fantastische Tierwesen 2. Ich bin ein bisschen vorhersehbar, würde ich sagen. Lieblingsserie aus 2018 habe ich mich für Shadowhunters entschieden. Ich habe viele sehr, sehr gute Serien 2018 gesehen und habe mich dann schlussendlich aber für diese entschieden. Also Shadowhunters bekommt man auch auf Netflix zu sehen. Sehr, sehr gut, wenn man auf so Fantasy-Krams-Krams steht. Buch. Lieblingsbuch aus 2018 habe ich mich entschieden für Nur drei Worte. Da gibt es auch ein Video zu dem Buch, das verlinke ich euch auch mal oben. Das war einfach nach langer Zeit mal wieder so ein Buch, wo ich so da saß. Oh, wie schön. Und das tat mir einfach so, 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 so gut und das war so süß. Und das ist ja die Buchvorlage zu dem Film Love, Simon. Den Film habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich war da einfach zu spät dran, als der im Kino kam. Und jetzt muss ich halt einfach warten, bis den irgendwie mal im Free TV gibt oder auf Netflix oder so. Und dann möchte ich den sehr, sehr gerne noch schauen. Mein Must-Have aus 2018 ist meine Black Roll. Black Roll, wer das nicht kennt, ist ja so, oder Faszienrolle zum Faszientraining. Und das ist quasi mein Mittel zur Selbstmassage. Weil damit kannst du halt einfach deinen, ja, ich würde sagen, fast deinen kompletten Körper selbst massieren und das tut so, so gut und ist so entspannend. Und ich hatte eigentlich die mintfarbene Black Roll. Das ist quasi die, ja, nicht so starke Variante, mit der habe ich angefangen. Die kann ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. Und das wurde mir jetzt aber zu schwach. Also da habe ich einfach überhaupt nichts mehr gespürt. Und habe jetzt einfach mit meinem Freund getauscht. Der hatte so eine schwarze und die war ihm zu krass. Und das ist jetzt schon der zweite Mann, von dem ich das höre, dass ihm das zu sehr wehtut. Also haben wir jetzt getauscht. Er hat also meine Mintfarben und ich hoffe, jetzt tut es ihm nicht mehr weh. Und ich habe jetzt die schwarze. Das ist aber keine Black Roll, sondern die ist von Active Touch. Genau. Und mit der habe ich jetzt wirklich wieder so ein bisschen, die finde ich nicht so schön. Ich finde dieses Zeug hier oben, dieses Geriffelte eigentlich nicht so ideal. Meine Black Roll mochte ich da lieber. Aber bei der habe ich halt wirklich, da merke ich wieder was, es tut wieder ein bisschen weh. Und der Entspannungseffekt ist dann einfach ein bisschen größer. Deswegen ist das auch okay, wenn ich die jetzt habe. Dann habe ich rausgesucht meine liebsten ätherischen Öle aus 2018 und habe mich, wahrscheinlich ist auch das relativ offensichtlich, ich habe mich für Chia entschieden. Chia ist ja einfach so was Stimmungsaufhellendes. Das habe ich in 2018 sehr gebraucht. Also habe ich mich für Chia entschieden. Das ist übrigens so ein Roll-On, den man direkt auf der Haut halt auftragen kann. Und ich habe mich für Serenity entschieden, weil ich das am liebsten bei den Kindern benutze. Um die halt ein bisschen runterzuholen und bei unserem ins Bett geh gute Nacht Ritual benutze ich halt auch Serenity. Dann habe ich mich so ein bisschen im Bereich Social Media für meine Lieblingsaccounts entschieden und bei Instagram habe ich mich entschieden für Bunter Kunde Kimberly. Ich muss so lachen bei dem Kanal jedes Mal. Es ist so, 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 so schön. Also das ist jetzt kein Instagram-Account, wo ihr irgendwie Rezepttipps bekommt oder wie man sein Leben positiv gestaltet, sondern es ist einfach nur so zum Abschalten und Lachen und sich freuen und gute Laune bekommen. Ich verlinke euch den unten in der Infobox. Und mein liebster YouTube-Kanal war im letzten Jahr Entspannt mit Sophia. Die habe ich ja auch im letzten Jahr noch interviewen dürfen. Das war sehr, 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 sehr schön. Da geht es ja um ASMR auf ihrem Account. Und da habe ich, ich glaube, fast jedes Video, was sie jemals hochgeladen hat, auch schon gesehen und ganz, ganz viele halt schon zig
hunderte Male. Dann mein Lieblingsaccessoire aus 2018 ist diese Brille. Das ist jetzt so endlich so meine Brille. Ich habe mich jahrelang nicht getraut, so eine Brille zu tragen. Und jetzt kann ich halt endlich sagen, yay! Und ich freue mich total, dass ich die habe. Mein Lieblingszitat aus 2018 ist, weil ich es kann. Und dann habe ich hier noch meine liebsten Pflegeprodukte aus 2018. Die hier benutze ich schon seit Jahren und ich kaufe einfach nichts anderes mehr. Das sind von der Rossmann-Marke Isana Medi-Reinigungstücher ohne Alkohol, entfernen wasserfestes Augen-Make-up für empfindliche Haut. Benutze wirklich seit Jahren nichts anderes. Und das hier, das ist von Rexona, der Cotton Dry. What? Algodon Dry Fresh. Naja, es ist halt so ein Deo-Stift, ne? Genau, der ist auch sehr, sehr gut. Dann mein Lieblingsessen in 2018 war Porridge. Ich habe fast jeden Tag Porridge gegessen. Also mein Frühstück war noch nie so gesund wie in 2018. Meine Lieblingsgetränke in 2018 waren zum einen natürlich Courvach. Und das hier ist meine liebste Courvach-Sorte, wer mir was schenken möchte. Und ich habe Sekt für mich tatsächlich entdeckt. Früher habe ich nur diesen, also so in die Richtung Hugo getrunken. Mittlerweile trinke ich sogar auch halbtrockenen Sekt und es schmeckt mir sehr, 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 sehr gut. Das waren sie, meine Favoriten aus 2018. Schreibt mir gerne in den Kommentaren eure Favoriten aus 2018, vielleicht auch zu einer Kategorie, die ich gerade genannt habe. Und ansonsten werde ich das jetzt so ein bisschen beibehalten. Ich mache keine Monatsfavoriten, aber ich werde so Jahreszeiten-Favoriten machen, dass wir das quasi so einmal im Vierteljahr quasi machen. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!